Freundschaft muss nicht perfekt sein, nur echt. Ein bisschen Freundschaft ist mehr wert als die gesamte Welt. Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Ein guter Freund weiß alles über dich und er mag dich trotzdem. Wahre Freundschaft ist eine sehr langsam wachsende Pflanze. Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind trotzdem da. Es gibt Freunde im Leben und es gibt Freunde fürs Leben. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen 7-Up. Ich habe vor 2 Wochen meine Ukulele bekommen und versuche es mir zurzeit ein bisschen beizubringen. Doch ich hatte am Anfang so viele Schwierigkeiten. Ich konnte nicht mal den Rhythmus richtig. Und es hat mir richtig Probleme bereitet. Und da habe ich ihn geholfen. Freundinnen und wir helfen uns natürlich auch gegenseitig. Und passend dazu ist unser Thema heute Freundschaft. Viel Spaß! Ja, Mann! Lasst uns beten. Lieber Gott, wir wollen heute 7-Up gemeinsam feiern. Mach, dass unsere Zuschauer Spaß an unserem Gottesdienst haben und dass sie selber gute Freundschaft erfahren. Es gibt viele Menschen, die wenige richtige Freunde haben. Hilf auch diesen Menschen, Freunde zu finden und sich nicht allein zu fühlen. Amen. Hallo Melanie, danke, dass du Zeit hast für ein kurzes Interview in Sachen Freundschaft. Sehr gerne, ich bin gespannt, was du fragen möchtest. Genau, dieses Foto beweist, dass wir schon ganz lange befreundet sind. Wie lange sind wir befreundet? Was rechnest du aus, Melanie? Das hat, glaube ich, bis zur Sommerfreizeit 97 gedauert. Ja. Das würde ich auch so sagen. Das war der Start unserer Freundschaft. Hast du mir, wenn ich dich fragen würde, was war das coolste Erlebnis unserer Freundschaft, was wir zusammen hatten? Also das sind ja, wenn man 97 rechnet, sind das ja 24 Jahre quasi, ne? In diesen 24 Jahren, was war das coolste Ereignis, meinst du? Also ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich kann das nicht an einem Ereignis festmachen. Wir sind oft im Urlaub gewesen oder so kleine Kurztrips. Wir waren mal über Silvester in London und irgendwann stellte Sarina fest, dass wir gar nicht knallen können. Das ist nämlich der königlichen Familie vorbehalten. Also die vielen Gespräche, die gar nicht geplant waren oder die auf irgendwelchen Sachen nebenbei gelaufen sind, die ich nicht missen möchte. Ja, also ich habe auch viele verschiedene Erinnerungen. Auf jeden Fall wusste ich kann mich immer auf dich verlassen. Zum Beispiel haben wir mal eine Bollerwagentour gemacht und Melanie war gar nicht mit, aber es kam irgendjemand auf die schwachsinnige Idee, einen Berg runterzufahren auf dem Bollerwagen. Daraufhin hatten wir einen Achsenbruch und konnten nicht mehr nach Hause und Melanie hat uns dann sofort abgeholt und uns geholfen. Das war wirklich eine großartige Hilfe. Das habe ich auf jeden Fall sehr geschätzt. Was würdest du sagen, gab es auch mal harte Zeiten in unserer Freundschaft? Oder also muss ja gar nicht irgendwie zwischen uns sein, kann aber auch oder insgesamt im Leben so. Gab es harte Zeiten? Wir haben beide, sage ich mal, in den letzten 3 Jahren unseren Vater verloren. Aber das war, sage ich mal, für mich keine Frage, wen ich da als erstes anrufe. Einfach auch, weil wir uns schon so lange kennen, weil du ihn so lange kanntest. Man hat auch andere Freunde, mit denen man nicht so lange befreundet ist, aber jemand, der, sag ich mal, auch Familienereignisse begleitet hat. Also, okay, letzte Frage. Wie haben wir es geschafft, eigentlich so lange befreundet zu sein? Also 24, ich bin 37, das sind ja also fast 2 Drittel meines Lebens schon. Wie haben wir das geschafft? Ich weiß nicht, ob es da ein Erfolgsgeheimnis gibt, aber ich weiß nicht, glaube Geduld, miteinander. Ich meine, wir telefonieren jetzt nicht mehr jede Woche, nicht mehr jeden Monat, aber
Ich glaube auch die Gewissheit, dass da ist jemand. Dass du dir Zeit genommen hast. Wir machen hier Schluss. Hast du eigentlich einen Instagram-Account? Ja. Wie heißt der? Frag mich mal. Ich schreibe dir den. Okay. Ich glaube, er heißt Diakonin77. Daran merkt man, ich bin schon ziemlich alt. Okay. Also 77 ist das Geburtsjahr. Gut. Ihr könnt Melanie also unter Diakonin77 schreiben auf Instagram, wenn ihr sie... und grenzenlos, doch deine Gnade ist, du machst mein Leben reich, mit Liebe fühlst du mich, ich kann nur staunen, Herr. Und ich singe, denn du bist gut, und ich tanze, denn du bist gut, und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Nichts kommt dir übrigens bei Frau Müller. Ich habe mir mal gesagt, weil ich fand die Aufgaben von der Arbeit wirklich zu leicht. Ich habe letztes Mal gesagt, dass ich das zu leicht fand. Ich habe auch gesagt, dass ihr das auch zu leicht fand. Ich meine, habt ihr ja gesagt. Ich muss mal eben ganz kurz noch was holen. Das ist jetzt nicht ernst, oder? Das macht man doch. Also, wie scheiße ist das denn? Das ist doch nice, wenn die... Hat sie irgendwie Dachschaden oder so? Ist irgendwas falsch gelaufen in der Erziehung? Also jetzt mal ernsthaft. Die Aufgaben... Ist doch gut, wenn die einfach waren. Oh Mann, und dann hat sie es auch noch in unseren Namen gemacht. Ja, das wirkt jetzt so, als würden wir uns auch einschleimen wollen. Ja, ich mag die Olle gar nicht. Ich will das nämlich nicht machen. Ja. Ich war ja übrigens gerade bei Frau Müller, weil die Arbeit, die ich fand die wirklich viel zu leicht. Ja. Ich habe jetzt auch mal gesagt, dass ich das viel zu leicht fand. Und ich meine, ihr habt mir ja auch gesagt, ihr fand das zu leicht. Deshalb habe ich das jetzt erstmal... ihr auch gesagt, damit das nicht nur aus meiner Sicht ist. Bro, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das wäre cool, wenn du das nächste Mal das mit uns absprechen würdest, wenn du irgendwie was über uns bei einer Lehrerin sagst. Weil wir wollen gerne mitbestimmen, wenn irgendwas über uns erzählt wird. Ja, ich fände es auch gut, wenn du nicht dich so in den Vordergrund rücken würdest, sondern auch anderen Menschen aus unserer Klasse mal die Chance lassen würdest, das zu sagen. Ja, schließlich ist es doch cooler, wenn jeder die gleiche Chance hat und nicht halt man versucht zu beeinflussen so eine Entscheidung von einer Lehrerin. Verstehst du? Ja. Okay, danke, dass ihr mir das gesagt habt. Ich glaube, ich habe was komplett falsch so gehandelt und so. Ich dachte halt echt einfach nur daran, dass ich dass die Arbeit einfach viel zu leicht war und ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Also danke, dass ihr mir das gesagt habt. Ich hoffe, dass es in Zukunft nichts zu machen. Wir helfen dir. Ja, machen wir.
Oh, Leute, ne? Ich muss euch noch mal was erzählen. Ich habe schon wieder so Stress mit Maximilian, ne? Der hat schon wieder gesagt, dass ich hässlich bin. Dieser Vollidiot, ne? Ich, ehrlich, ich glaube, ich mache irgendwann Schluss mit ihm. Warte, was ist denn los? Du bist so traurig. Meine Eltern, die streiten sich schon die ganze Zeit. Die streiten sich ununterbrochen. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Mhm. Ich wollte noch was erzählen. Meine Eltern hatten jetzt am Wochenende 20. Hochzeitstag. Oh, cool. Und das haben wir voll groß gefeiert und die waren so richtig süß zusammen. Wirkten voll frisch verliebt. Oh, nice! Das war so cool. Oh Leute, ne? Ich muss euch noch was erzählen. Ich habe schon wieder Stress mit Maximilian. Weißt du, der hat schon wieder zu mir gesagt, dass ich hässlich bin. Ehrlich, ich mach demnächst Schluss mit dem. Der hat sich schon so viel geleistet. Warte mal kurz, was ist denn los? Du wirkst so traurig. Meine Eltern, die streiten sich ununterbrochen wegen allen Kleinigkeiten. Ich weiß irgendwie nicht mehr, was ich noch machen soll. Ey, wir sind für dich da. Also wenn irgendwas ist, dann kannst du uns sofort anrufen. Das weißt du doch. Also wenn deine Eltern sich das nächste Mal streiten. Call me. Oder komm zu uns. Ja. Okay. Weißt du, wie wär's, wenn wir jetzt einfach irgendwie was essen gehen oder so? Dann können wir vielleicht noch ein bisschen darüber reden. Bei einem guten Erdbeerkuchen. Ja. Ist das eine gute Idee? Ja. Let's go. Wir haben ja die Bioarbeit wieder, ne? Und ich habe halt irgendwie. Ich muss das mal erzählen, weil ich habe ja eine 1 geschrieben. Ja. Voll gut übrigens. Ja, ich habe das alles abgeschrieben, weil ich habe halt meine Bio-Note so schlecht, weil ich einfach das komplett alles nicht verstanden habe. Und ich weiß einfach nicht, ich musste das einfach mal verbessern halt. Und deshalb habe ich halt die Themen abgeschrieben, weil die andere Klasse hat es ja schon geschrieben. Mhm. Und dann habe ich das halt abgeschrieben und dann in der Arbeit gespickt. Mhm. Bitte erzähl das niemandem. Ja, mach ich nicht, versprochen. Okay. Ey, was hast du eigentlich in der Bioarbeit? Ich habe da eine 2 drin. Ich bin voll stolz, weil das Thema war so komplett schwer. Ich habe eine 2 minus. Aber weißt du was? Johanna, ne? Mhm. Die hat eine 1 plus geschrieben. Ey, sie hat sich kaum gemeldet. Sie hat mir auch gesagt, dass sie das Thema gar nicht konnte. Da hat sie so eine gute Note geschrieben. Yeah. Finde ich richtig krass. Ich soll es zwar eigentlich niemandem erzählen, aber sie hat voll gespickt in der Arbeit. Was? Sie hat es nicht durch ihr Können gemacht. Gedacht. Wow. Das ist echt krass. Wir haben ja die Bioarbeit wieder, ne? Und ich habe halt irgendwie. Ich muss das mal erzählen, weil ich habe ja eine 1 geschrieben. Ja. Voll gut übrigens. Ja, ich habe das alles abgeschrieben, weil ich habe halt meine Bio-Note so schlecht, weil ich einfach das komplett alles nicht verstanden habe. Und ich weiß einfach nicht, ich musste das einfach mal verbessern halt. Und deshalb habe ich halt die Themen abgeschrieben, weil die andere Klasse hat es ja schon geschrieben. Mhm. Und dann habe ich das halt abgeschrieben und dann in der Arbeit gespickt. Mhm. Bitte erzähl das niemandem. Ja, mach ich nicht, versprochen. Okay. Ey, was hast du eigentlich in der Bioarbeit? Ich habe da eine 2 drin. Ich war voll erstaunt, als ich das gesehen habe. Was hast du? Ich habe eine 2 minus. Aber weißt du was, Johanna? Die hat eine 1 plus geschrieben. Echt jetzt? Ja, sie hat, also eigentlich hätte ich ja kaum gemeldet. Sie hat mir auch erzählt, dass sie das absolut nicht kann. Aber sie hat trotzdem so eine gute Note geschrieben. Ja, finde ich echt mega cool von ihr, dass sie das geschafft hat. Ja, ultra cool. Freundschaft. Einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin zu haben, das ist so wichtig. Was macht einen guten Freund oder eine gute Freundin aus? Ich habe mal ein Ranking gemacht. Hier kommen meine Top 5. Fünftens. Wir bleiben Freunde, obwohl wir uns nicht so oft sehen können und obwohl wir wirklich weit entfernt voneinander wohnen. Platz 4. Wir bleiben Freunde, auch wenn sich im Leben der anderen Person etwas ändert, zum Beispiel neuer Wohnort, neue Schule, neuer Job. Platz 3. Hashtag NoFilter. Bei einer guten Freundschaft muss ich nicht so tun, als wäre ich jemand anderes. Ich muss mich nicht verstellen oder ich muss mich nicht irgendwie benehmen oder filtern, wie ich bin oder was ich mache.
Ich werde auch mit meinen nervigen Seiten angenommen. Platz 2. Eine gute Freundschaft hält unterschiedliche Meinungen aus. Platz 1. Zusammen durchhalten. Eine gute Freundin geht mit mir durch alle Zeiten meines Lebens. Sie ist bei mir, wenn ich traurig bin, am Boden zerstört bin. Wir machen zusammen richtig verrückte Sachen und großartige Dinge. Und wir feiern die schönen Seiten des Lebens zusammen. Was ist deine Top 5 in Sachen gute Freundschaft? Wenn du Bock hast, schreib es mir auf Instagram @diakonin.sarina. Jesus möchte für uns ein guter Freund sein. Und dafür bringt er die besten Eigenschaften mit. Bei ihm sind wir sicher und er enttäuscht uns auf gar keinen Fall. Wenn du ihm vertraust und dein Leben mit ihm lebst, dann bist du Gottes Kind. Also ist Glauben eigentlich nichts anderes als eine lebenslange Freundschaft mit Gott. Jesus hatte, als er auf der Erde gelebt hat, viele Freunde. Jesus war ein Menschenfischer und hat Jünger begeistert. Und diese Jünger, die wurden seine Freunde. Auch damals unter den Jüngern gab es schon Beef. Da lief auch nicht alles glatt, genauso wie bei uns heute auch. Besonders schlimm wird es, wenn der eine denkt, er sei besser als der andere. Jesus hat uns in vielen verschiedenen Situationen gezeigt, wie wir uns als Freunde verhalten sollten. Und eine Situation kommt jetzt. Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Als sie zu Hause angekommen waren, fragte er sie: Worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Die Jünger schwiegen. Sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste ist. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Dann rief er ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Er nahm es in den Arm und sagte zu den Jüngern: Wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Diese Geschichte erzählt von den Top 5 von Jesus in Sachen Freundschaft. Und die kommen jetzt. Platz 5. Unter Freunden gibt es manchmal Streit. Das ist ganz normal. Doch wenn man Streit hatte, dann muss dieser Streit auch geklärt werden. Deshalb ruft Jesus alle zusammen, als sie in Kapernaum angekommen waren. Platz 4. Alle, die von diesem Streit betroffen sind oder die damit zu tun haben, sollen sich in Ruhe zusammensetzen und das besprechen. Jesus ruft alle 12 zusammen und sagt: Setzt euch hin, wir bereden das in Ruhe. Platz 3. Wenn man in einem Streit versucht zu erklären, wie es einem geht oder was man meint, dann kann man das am besten an einem konkreten Beispiel machen. Dann verstehen die anderen einen besser. Jesus macht das, indem er ein Kind in die Mitte holt. Platz 2 in Sachen Freundschaft. Und jetzt kommt was wirklich Wichtiges. Nicht die stärkste Person, nicht die Person, die immer in der ersten Reihe steht, die den Applaus erntet, die allen gefällt, ist die Wichtigste, sondern die Person ist die Wichtigste, die den anderen dient. Was heißt das? Es ist die Person, die für andere das Beste will, die eigenen Bedürfnisse mal zurückstellt, damit andere erstrahlen können, die andere unterstützt auch im Hintergrund, die anderen hilft. Das ist total wichtig für eine Freundschaft. Und nun Platz Nummer 1 in der Top 5 von Jesus in Sachen Freundschaft. Es ist total gut und wunderbar, wenn wir unseren guten Freunden dienen, wenn wir ihnen gute Freunde sind. Und es ist noch mal besser, weil wir in unserer Freundin, unserem Freund auch Gott begegnen. Ja, es klingt verrückt, aber es ist so. Gott hat auch deine Freundin und deinen besten Kumpel gemacht. Und wir können ihm nahe kommen, wir können ihm dienen und ihm gefallen. Wir können auch zeigen, dass wir Gott lieb haben, indem wir versuchen, so eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein, wie wir es nur können. Ich wünsche uns, dass wir in unseren Freundschaften immer mehr dazulernen können und dass wir immer bessere Freunde für andere werden.
Ich wünsche uns auch, dass wir unsere Freundschaft zu Jesus richtig genießen und feiern können. Er jedenfalls freut sich unglaublich über jeden einzelnen Moment mit uns. Amen. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I seek. I pick you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You are always, always there. Every how and everywhere. The grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Today, today, the same. Forever till forever needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life we live by faith. And not by sight, for you we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight, for you we live in all for you. You are the way, the truth. Lasst uns beten. Gott, danke für unsere Freundinnen und Freunde. Hilf uns, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein, ehrlich und liebevoll zu sein. Hilf uns, bei Problemen zu unseren Freundschaften zu stehen. Wir beten für die, die keine Freunde haben. Lass uns auch für sie eine Hilfe sein. Amen. Ich spreche euch jetzt den Segen zu. Dazu lade ich euch ein, die Bewegungen mitzumachen, die Lena macht. Guter Gott, segne meine Augen, damit ich klar sehe. Segne meine Ohren, damit ich mich und andere hören kann. Segne meinen Mund, damit ich die Wahrheit rede. Segne mein Herz, damit ich mich der Liebe öffne. Segne meinen Bauch, damit ich meine Gefühle spüre. Segne meine Beine, damit sie mich tragen und ertragen. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.